Willkommen Hobby-Enthusiasten zum Minimal Tabletop Video Adventskalender mit Weihnachtsideen rund ums Hobby, Quick-Tipps und mehr. Heute gibt es einen Quick-Tipp, um weißglänzende Rüstung schnell und super einfach zu bemalen. Dazu grundiere ich das Modell zuerst grau und dann von oben weiß, damit bei den besonders schattigen Stellen das Grau durchkommt und jetzt schon ein erster Kontrast entsteht. Jetzt kriegt die gesamte Rüstung eine großzügige Schicht Apothecary White Kontrastfarbe. Die Farbe fließt toll in die schattigen Stellen und dort, wo Licht drauf scheinen würde, bleibt sie heller und erzeugt so einen tollen Kontrast. Wer hätte das gedacht bei einer Kontrastfarbe? Die Details der weißen Rüstung, die ich besonders hervorheben möchte, highlighte ich nochmal mit der Farbe, die ich auch zum Grundieren benutzt habe, Wraithbone. Wenn du deine weiße Rüstung lieber in kühleren Farbtönen haben möchtest, ersetze einfach den Primer und die Highlight-Farbe mit Grey Sear. Das Wichtigste bei weißer Rüstung ist meiner Meinung nach ein guter Lichtschattenkontrast. Und der kommt hier sehr schön raus, mit der noch durchscheinenden grauen Grundierung, der Kontrastfarbe und den Highlights. Jetzt ist die Rüstung eigentlich fertig, aber ich möchte sie gern schimmernd reflektieren haben und gebe der gesamten Rüstung noch eine Schicht Artcoat dafür, was eine Glanzversiegelung ist. Ich hoffe, du fandest das Video hilfreich und du traust dich vielleicht jetzt auch an Farbschemas mit weißer Rüstung ran. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Vorweihnachtszeit und vergiss nicht, keep fighting Grey Plastic!